Sag mal, hast du dich auch schon mal gefragt, wie eigentlich das ganze Obst und die ganzen anderen Produkte hier in den Supermarkt kommen? Ja, und genau deswegen schauen wir uns heute den Beruf des Kommissionierers an, der hier im Lager arbeitet und der dafür zuständig ist, die Ware zu verpacken und für den Versand vorzubereiten. Aber natürlich wirft der Beruf auch einige Fragen auf. Wie geht man mit Stress um? Wie viel kann man hier verdienen? Und wie anspruchsvoll ist das hier wirklich? Wow. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn ich bin heute mit Stanley unterwegs und wir werden gemeinsam richtig anpacken, verpacken. Bevor wir aber starten, müssen wir eine Sprachschablone machen. Und die sagt mir dann an, was ich einsammeln soll und was ich verpacken genau. soll. Ja, wie bei meiner Freundin zu Hause. Schön laut und deutlich. Bereich. Ich habe dann gefühlt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um meinen Talkman an meine Stimme zu gewöhnen. Und dafür musste ich bestimmte Begriffe immer wieder wiederholen. Aktuelle THM. Palette abschließen. Vorbildlich. Okay. Ja. 2, 1, 2. Zeig mal. 4. Geräuschprobe. Okay. Denn das muss man machen, um dann später viel schneller und einfacher kommissionieren zu können. 2, okay. Doch endlich. Irgendwann hat der Talkman sich dann an meine Stimme gewöhnt. Sprachvorlagen werden erzeugt. Und jetzt können wir an die Kommissionierarbeit gehen. Hoffe ich, oder? Jawohl. Okay. Warum hast du keinen Kofferraum auf? Weil du sollst ja kommissionieren. Fahr gleich mal hier in die Palette rein. Okay. Und da haben wir gleich eine leere Palette. Jetzt hast du quasi die Bestätigungsziffer, die 77. 77. So, jetzt müssen wir 16 Stück nehmen. So für komplett unsportliche Menschen ist das hier nichts, oder? Also hat es schon was mit Kraft zu tun hier? Also man sollte schon körperlich belastbar sein. Dann ist man eigentlich auch ständig den kalten Temperaturen ausgesetzt. Also bei uns im Obst- und Gemüselager sind so zwischen 5 und 10 Grad. Wir haben aber auch andere Lagerbereiche in unserem Lager und Bing. Da ist dann zum Beispiel auch Zimmertemperatur oder auch in der Tiefkühl, da sind dann minus 18 Grad. Jetzt bestätigst du die 16, sagst 1,6, okay. 1,6, okay. Mach die, macht er gleich weiter. Unsere Palettenhöhe sagen wir immer so 1,80. Aber du weißt schon, dass ich das Ding dann fahre, ne? Kriegen wir schon zusammen hin. Wie machst du das? Machst du das auch in aller Ruhe oder bist du ein bisschen schneller? Also ich mache das mit aller Ruhe. Also man sagt so 230 Kolli in der Stunde. 230 in der Stunde? Ja, das ist so unser Schnitt. Die Palette, die wir jetzt packen, hast du ja am Anfang mitgekriegt, waren 60 oder so. 60 Kolli. Also muss ich davon viele machen. Also man sagt so 4-5 Paletten in der Stunde. Krass. Ist das für dich in irgendeiner Art und Weise Stress, sage ich mal, diese Kolli-Zahl zu erreichen? Nee, überhaupt nicht. Weil ich meine, da merkst du ja schon am Ende des Tages, was du gemacht hast hier. Das sehen die Leute nicht, ne? Wenn die hier Lauch einkaufen wollen. Dass du das hier schleppen musst. Okay, wir müssen weitermachen. Ist dir das Ding hier schon mal runtergekracht? Kommt vor, dass auch mal so eine Palette umkippt. Aber wenn man vorsichtig fährt. Wenn man es mit Auge macht. Oh mein Gott! Ey, es tut mir wirklich leid. Ja, ja, ja. Nee, du warst da nicht. Aber dass es gerade in diesem Moment passiert ja. ist. Aber sei ehrlich, Stanley, hast du dir schon mal was rausgenommen? Weil es sieht ja schon lecker aus. Nee. So langsam kommst du in Schwung. Ja. 2, okay. Boah, ich muss schon sagen, da musst du schon von Anfang an planen eigentlich, ne? Du musst, das Ding baust. Wie ich vorhin schon gesagt habe, als Kommissionierer musst du ein bisschen einen Plan haben, wie du was im Spiel tätest. Weißt du, wer einen Vorteil hat? Wer früher Lego oder Playmobil gespielt hat. Aber an und für sich, Stanley, also ich muss sagen, also bisher, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat irgendwie gefordert ein Stück weit. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das 8 Stunden am Tag macht, das ne? ist schon ist anstrengend. Man spart sich quasi das Fitnessstudio. Ja. Wie gesagt, man muss belastbar sein, man ist der Kälte ausgesetzt. Gerade, glaube ich, auch wenn man so im Tiefkühllager kommissioniert, ist nochmal härter. Das ist dann nochmal härter, ja. Ja. Packen wir die Palette einmal hier ab. Jawohl. Schön straff ziehen. Fertig. Easy. Weil ja. du vor uns die Frage hattest, wie schwer die Palette jetzt ist, ja. sind wir jetzt bei 296 Kilogramm. Eine Vierteltonne. Achtung! Und ein bisschen Abstand lassen zu der vorderen Palette, weil wir müssen noch das Etikett dran kleben. So, und damit haben wir uns jetzt unsere erste Palette geschafft und verdient abgeschlossen. Wir müssen natürlich noch unseren Auftrag fertig machen. Und Stanley hat mir versprochen, dass beim nächsten Auftrag mit Wassermelone zu tun hat. Es wird also schwerer. Sag mal, hattest du eigentlich hier schon mal, keine Ahnung, so eine ostafrikanische Vogelspinne oder so drin gefunden? Oh, nee, also wir hatten hier im Lager sowas noch nicht. Ja. Wenn, dann unwissentlich. Also im Markt ist schon mal was angekommen. Wirklich? Da ist schon mal eine Spinne angekommen, aber wie gesagt, unwissentlich von uns. Ja, krass. Da guckst du auch nicht schlecht. Möchtest du einen neuen Auftrag? Ja, aber bevor wir uns den neuen Auftrag angucken, möchte ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Und danach, Stanley, machen wir unsere Wassermelonen-Challenge. Und? Hat das nicht geklappt mit Werbung übergehen? Siehste, genauso wenig klappt das, dass ich dir heute alles zeige, welche Ausbildungsmöglichkeiten du hier bei Globus haben könntest. Denn bei Globus kannst du auf einer Fläche von über 17 Fußballfeldern, also 124.000 Quadratmeter,
und 7 verschiedenen Temperaturzonen über 60 Marktteilen beliefern. Denn im Familienunternehmen Globus kannst du ein gut durchdachtes Ausbildungsprogramm beispielsweise zur Fachkraft für Lagerlogistik absolvieren und dann, wie ich heute, als Kommissionierer arbeiten. Und zusätzlich dazu profitierst du davon, dass Globus in deine Altersvorsorge einzahlt, dass du wirklich jede geleistete Stunde und wirklich jede geleistete Stunde bezahlt bekommst. Und zusätzlich dazu hast du stille Beteiligung. Also du kannst auch in deiner Freizeit am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Und falls du dich dann für die Ausbildung oder für einen Job hier bei Globus entschieden hast, na dann hast du schon einiges richtig gemacht, weil dann hast du auf jeden Fall eine Übernahmegarantie und unbefristete Arbeitsverträge. Jetzt zurück zu Stanley, weil wir gucken uns jetzt nicht mehr Tomaten an, sondern eine kleine Challenge. So, eigentlich hatten wir ja gesagt, dass wir jetzt Wassermelonen machen. Aber eigentlich Wassermelonen-Challenge. Aufträge kommen ja zufällig. Aus Wassermelonen wird jetzt Ananas. Aber du kannst ja trotzdem mal so eine Kiste Wassermelonen anheben, dass du mal ein Gefühl kriegst. Ja. Also das sind jetzt 19 Kilo und drüber. Also versuchen wir jetzt aus unserer Wassermelonen-Challenge eine Ananas-Challenge zu machen. Und ich versuche, so viele wie möglich Collies, also Ananaskisten, in so kurzer Zeit wie möglich zu stapeln. Reicht das? Erstmal ja. 1,9, okay, geht weiter. Aber wir haben die eine positive Seite bestätigt, was du gesagt hast. Fitnessstudio brauchst du, glaube ich, wirklich nicht. Wie lang geht dein Arbeitstag? Es gibt Tage, wo es brennt, da ist man 10 Stunden hier. Ja. Aber auch nie länger. Es gibt aber auch Tage, da geht man nach 6 Stunden. Okay. Oder ganz normal nach 8 Stunden. Okay, ja. Kannst du dann deine Freizeit noch genießen oder hast du zu viel Muskelkater? Nee, die kann man dann schon noch genießen, okay. Freizeit. Eins, okay. Ende. Jetzt binden wir die. Und dann haben wir die zweite Palette schon wesentlich schneller. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber es war ja vom Gefühl her schon schneller. Ich kann mir vorstellen, wenn du einen ganzen Tag die Dinger stapelst und kommissionierst, wie viel Urlaub hast du und wie sehr genießt du den? Also den Urlaub genieße ich sehr und wir haben hier 30 Tage Urlaub. Okay, ja. Aber gute Zahl. Ja. Ja. Es gibt Urlaubs- und Weihnachtsgeld, jeweils 625 Euro. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran, weil dann erfährst du, wie viel du hier verdienst, wenn du das ganze Zeug wegkommissionierst. Hast du geguckt, welche Richtbahn? 5. Danke für die Erinnerung. Die Challenge haben wir geschafft. Wie viel Zeit? 15 Minuten. Okay, also 15 Minuten. Hochgerechnet würde ich es nicht ganz auf die 230 Kollis schaffen. Wahrscheinlich. Noch nicht. 2 bis zu 7 Meter ist auch noch statt. Stimmt. Wenn man hier die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik gemacht hat und dann zum Beispiel hier Kommissionierer wird, was hat man dann für Weiterbildungsmöglichkeiten? Du kannst dann über die Förderprogramme 1, 2, 3 dann dich weiterentwickeln zum Vorarbeiter, Schichtführer bis hin zum Geschäftsleiter. Okay, entspannt. Sehe ich mich eigentlich. Ist alles möglich. Stimmt, ciao. Dann kannst du das jetzt ablegen. Meine abschließende Frage, was kann man verdienen? Was sind die Verdienstmöglichkeiten im Lager? Also du verdienst als Kommissionierer 14 Euro in der Stunde. Ja. Also alle geleisteten Stunden werden, egal in welcher Form, werden vergütet. Ja, und Stanley, wenn ich jetzt hier richtig Vollgas gebe und in der Stunde mehr als die 230 kommissioniere und ich sag mal einfach ein Überflieger bin, gibt es da irgendwelche Prämien oder ähnliches? Dann gibt es in einigen Bereichen eine Kommissionierprämie. Ja. Die ist bis zu 550 Euro. Okay, und so wie ich dich heute kennengelernt habe, denke ich, du nimmst die jeden Monat mit. So, und damit ist mein heutiger Kommissioniertag komplett abgeschlossen. Und wenn auch du dich dafür interessieren solltest, wie es mit diesen Paletten, Collies und mit den Äpfeln und all das, was hier drin ist, weitergeht, dann solltest du auf das nächste Video warten, weil dann schauen wir uns den nächsten Beruf an. Und diesem Laden fehlt jetzt eine Packung Äpfel.